Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online. Wir haben heute den 17.10.2021 und ich möchte euch heute das derzeitige Halloween-Event in Star Trek Online zeigen. Und zwar handelt es sich dabei um Katzengeschichten. Das ist also eine Bodenmission Einsatzkommandos. Das müsste eigentlich dann auch hier, genau, hier ist es auch zu finden. Könnte ich wohl auch, nee, kann man nur auf einem Schwierigkeitsgrad spielen. Gut. Und bevor wir aber damit anfangen, also hier heißt, erkunden Sie ein Spukschloss voller geisterhafter Unholde mit bösen Absichten. Es wird sich zeigen, ob dies metaphorisch oder wortwörtlich zu nehmen ist. Gut, ich bin hier im Raum Dr. Erde mit Velaya. Jetzt zeige ich euch erstmal, womit ich sie ausgerüstet habe. Ich habe dieses Event jetzt schon dreimal gespielt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, sich auf Nahkampf einzustellen. Und zwar habe ich hier Burnhams NK-Raumanzug. Ihr werdet noch verstehen, warum. Das erkläre ich euch dann bei Zeiten. Der erhöht auch die Laufgeschwindigkeit um 10%, das ist recht angenehm, ihr werdet nämlich viel laufen müssen und ihr bekommt Nahkampfangriffe. Und für Fernkampf habe ich Lex Wurfmesser rein, die haben sich recht gut bewährt, aber es gibt ja noch andere, ja, die machen also physischen Schaden im Prinzip, ja, zur Ergänzung für die Nahkampfaktionen. Im Prinzip gäbe es da zum Beispiel noch Zephram Cochrans Schrotflinte. Oder hier das Jailers Stab MK15. Das gibt's für Lobby im Lobby Store. Ihr könnt aber auch ein Buttlet wie dieses von der Terranischen Sondereinheit benutzen für Nahkampfangriffe. Und das könnt ihr hier bauen. Das gehört zum Bodenset von der Terranischen Sondereinheit. Wo haben wir's denn? Da haben wir's. 4500 Dilithium, wenn man den Rabattbonus hat, ansonsten sind es 9000 und halt terranische Gravimetrie und Gold und Terranermarken. Nur mal so als Beispiel. Also ich empfehle hier auf physischen Schaden zu gehen und auf Nahkampf. Und jetzt, das werde ich euch jetzt nicht gleich zeigen. Velaya hat inzwischen das Schiff aus dem letzten Event bekommen, das Gagarin-Kriegsschiff, Spiegeluniversum-Schiff, und ist aber noch nicht ganz fertig, da gibt es noch einiges aufzuwerten. Das werde ich euch bei passender Gelegenheit auch in einem Video zeigen, im Kampf. Es macht ganz ordentlich Schaden und ja, mir gefällt es eigentlich recht gut, auch wenn ich momentan lieber mit Hangarschiffen spiele. So. Das Schiff werden wir uns ganz zum Ende des Videos eventuell nochmal genauer anschauen, wenn das Video nicht zu lang wird. Und jetzt mal, treten wir mal dem Einsatzkommando bei für die Katzengeschichten. Und genießen inzwischen die Aussicht. Also es ist sehr angenehm mit diesem Raumanzug, weil er eben 10% schnelleres Laufen hat. Und er hat eine Taschenlampe bzw. eine Helmlampe. Inzwischen können wir mal den Regenbogentribbel. So, das gibt's als Belohnung hier oben rechts. Ein Prestigebegleiter, den Verwandlungsstab. Ich denke, das ist sowas wie der Wabayak in Elder Scrolls. You came, and not a moment too soon. The Davidians have captured two of my compatriots and seized our transmuter. They must not be allowed to succeed. Sie sind gekommen und gerade noch rechtzeitig. Die Davidianer haben zwei meiner Begleiter gefangen und sie haben unseren Transmuter genommen. Das ist dieser Stab, den man als Belohnung kriegen kann. Damit dürfen sie nicht durchkommen. Wo sind die Davidianer? They have seized part of the castle and blocked access to it with the transmuter. Their leader is trying to bring the will of their compatriots to his own.
Sie haben einen Teil des Schlosses unter ihre Kontrolle gebracht und mit dem Transmuter abgeriegelt. Ihr Anführer versucht, den Willen meiner Begleiter zu brechen. Er wird sie zwingen, ihm die Geheimnisse des Transmuters zu verraten. Wie können wir helfen? Search the rest of the castle and liberate my friends Livia and Hollop. They hold two potent artifacts that, when combined with my own, will give you the power to breach the enemy defenses and enter their domain. Durchsuchen Sie den Rest des Schlosses und befreien Sie meine Freunde Livia und Holuk. Sie haben zwei mächtige Artefakte. Wenn Sie diese mit denen von mir kombinieren, können Sie die Verteidigung des Feindes durchbrechen. Verstanden, das werden wir hinbekommen. Gut, die anderen sind natürlich schon vorgerannt, die haben es eilig. Ja, da haben wir die Sockel, auf der wir die Artefakte legen müssen, die wir finden. Hier finden wir eine Menge Kerzen und die erhellen die Dunkelheit. Und wenn man die Kerzen, die man anzündet, die fließen in die Entwertung mit rein. Außerdem kann man Katzen finden, schwarze Katzen. Auch die fließen in die Entwertung mit rein. Die haben da schon geschaut, da brauche ich gar nicht gucken. Aber das haben die Blindfische vergessen. Also Kerze anzünden. Also je mehr Kerzen wir anzünden, desto besser wird am Ende die Abschlusswertung. Ja, und wie gesagt, schwarze Katzen. Ich habe es noch nie geschafft, alle Katzen zu finden. Jetzt schalten wir mal den Anzug ein. Obwohl die... Ja, dann seht ihr, hier wird's heller. Ich mache nochmal aus. Die Taschenlampen sind durchaus ein Vorteil. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Licht zu machen. Ja, also ihr seht, Lecks Wurfmesser funktionieren super. Und die Skelette müsste man ins Licht locken. Da sind sie verwundbar. Und wenn ich jetzt Licht mache, finde ich die Kerzen besser. Da zum Beispiel. Man kann sich es natürlich auch schwer machen und das so spielen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Aber gut. Jetzt schalte ich mal auf die Nahkampfangriffe um. Die meisten Skelette kommen hier raus. Da sind schon welche. Oh, der hat offenbar eine krasse Waffe da. Ja, wie ich schon sagte, im Licht sind sie verwundbar. Man sollte sie also daher locken. Da seht ihr, immun, solange sie nicht im Licht stehen. Wenn ihr mal ganz kurz auf Standbild drückt bei einigen, vielleicht seht ihr das auch so. Ich kann mir vorstellen, dass der Kameraschwenk ein bisschen hinderlich ist. Aber da steht's dann, immun. Und da haben wir ja schon eine von den schwarzen Katzen. Ja. Also eine hätten wir gefunden. Und jetzt, wenn man genügend Skelette erledigt hat, kann man durch diese Tür durch. Ja, und diese Gegner, die hier kommen, die scheinen mir gegen physische Angriffe empfindlicher zu sein als gegen... als gegen Strahlenwaffen. Aber vielleicht täuscht das auch. Kommt mir vielleicht nur so vor. Und da haben wir einen der Bossgegner, den Skelet Lord. Das ist ein Captain und hat 76.855 Leben. Und der bewacht eines der Artefakte. Das seht ihr hier gerade auf dem Podest stehen.
Und wie ihr seht, er steht gerade im Licht, da steht er gut. Und Lex Wurfmesser funktionieren prima. Oh, ich bin hier übrigens. Belaya kann ja die mein Team heilen. Das sollte sie auch ab und zu tun. Vor lauter Video habe ich es natürlich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt lassen wir sie mal nachkämpfen. Sie steht ja direkt hinter denen. Da mal ein Drehkick. Das macht der. Das ist. Den Drehkick habt ihr nur, wenn ihr dieses Burnham Set anhabt. Deswegen habe ich es mitgenommen. So. Und der hat jetzt das Artefakt aufgehoben. Jetzt können wir reden mit dem. Mit Livia. May the light of the candle I protected guide you in your darkest hour. Dank, dass Sie mich gerettet haben, das werde ich Ihnen nicht vergessen. Möge das Licht der Kerze Sie in den dunkelsten Stunden leiten. Hurry. The enemy leader learns more about the transmuter with every passing moment. If he should gain mastery over it, we will surely perish. Beeilen Sie sich, der Anführer unserer Gegner lernt mit jedem Moment mehr über den Transmuter. Wenn er in der Lage ist, ihn zu bedienen, sind wir am Ende. Ja gut, das waren die anderen Mitspieler, die haben... Ja, das ist ein bisschen blöd, dass man keine Zeit hat, in dieser Eile, in dieser Hektik, in Ruhe die Texte zu lesen. Also die anderen Mitspieler haben in einem anderen Raum diese Hexen gefunden. Die kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen. Ja, doch, vielleicht schon, weil die sind am Ende immer noch da. Vielleicht laufen wir nochmal zurück. Kommen Sie für Ihren kleinen gefiederten Freund, wie tapfer von Ihnen. Sehen wir mal, wie Sie sich gegen einige unserer Spielzeuge machen werden. Wir können uns später noch unterhalten, falls Sie überleben. Was zum... Gut, also wir sind jetzt hier rüber teleportiert worden in eine andere Umgebung. Mal schauen, wir haben eine von verschiedenen Aufgaben bekommen. Ich habe bisher die Sache mit der Bibliothek bekommen. Also ihr seht, das Wurfmesser funktioniert ganz super gegen diese Devidianer. Die Devidianer kennen wir übrigens schon von einer früheren Mission auf der Drosana-Station. Die habe ich damals verfilmt. Wir haben hier das Alchemielabor. Also es gibt mindestens zwei verschiedene Aufgaben, ich vermute drei, aber das... At last, a gallant soul has arrived to this gloomy chamber. At last. Help me, good stranger, for you are my only hope. Zu guter Letzt kommt doch noch eine furchtlose Seele in diese düstere Kammer. Endlich. Go back. Helfen Sie mir. Also die Kommentare der Hexen lese ich jetzt nicht. Die stehen hier unten im... Die stehen hier unten im Chat. Also, zu guter Letzt kommt doch noch eine furchtlose Seele in diese düstere Kammer. Endlich. Helfen Sie mir, edler Fremder, denn Sie sind meine einzige Hoffnung. Wie kann ich helfen? Ja, das... To release me from this place, you must place the Denebian slime in the cauldron. Only by doing this shall I find freedom. Jo, jetzt gibt's hier in den Regalen verschiedene Artefakte. Von diesem Delirium Slime weiß ich, glaube ich, noch, wo der war. Der war hier, genau, da haben wir ihn schon. You have something. Now deposit it in the cauldron. Den tun wir jetzt in den Hexenkessel tun. So, was soll man als nächstes holen? Schlangengift. Habe ich das nicht da drüben gesehen? Genau. You have something. Also in den Regalen sind viele Zutaten.
Das Video machen wäre leichter, wenn die mir nicht dauernd dazwischen quatschen würden. Molchauge hatten wir da drüben, aber ich zeige euch jetzt mal ganz gut, da hinten sind auch noch welche. Die könnte die Aufgaben für die könnte ich auch kriegen. Also Nachtschatten zum Beispiel oder Fledermausflügel. Die Aufgabe könnte ich auch kriegen. Aber wir sollen Molchauge finden und das ist ja hier. You have something. Now genau. Deposit it in the cauldron. Also ich kann jetzt nicht alles vorlesen, weil die anderen Mitspieler warten nicht auf mich. Liberty at last! Thank you, noble warrior! Thank you! Mit geisterhaften Wahrsagerin sprechen. Ja, da haben wir wieder die anderen Spieler dazwischen gefunkt, das war nicht ich. Endlich frei, wunderbar, ich bin Ihnen auf ewig dankbar. Möge die Kraft meines Buches Ihnen gut dienen. Da hat also... Ich muss jetzt hier mal ein bisschen die Dialoge überspringen. Wenn ihr sie lesen wollt, geht zu der Videoposition und drückt die Pause-Taste, weil ich komme hier sonst nicht hinterher und die anderen Mitspieler, wie gesagt, die warten nicht. Ja, leider. Das ist ein bisschen blöd zu filmen, sowas. Die sind schon, weil ansonsten entgeht uns eventuell noch die Endaufgabe. Das wäre ja ganz blöd. Da hinten, die bekämpfen jetzt diesen Devidianer. Das ist der Herr der Devidianer. Ich gehe schon mal gleich hierher, da wo dieser Felsen ist. Da verbirgt sich ein Schalter, der wird bei Zeiten erscheinen. Da kann ich mich schon mal in Position stellen. Also momentan ist er verhüllt. Ich kümmere mich ein bisschen um die Ads. Da ist der Schalter jetzt, glaube ich, da gewesen. Oder war er nur wegen einem Bug kurz zu sehen im Augenwinkel? Also der Stein ist noch da. Ach so. Ja, hör mal auf da. Ich will jetzt hier... Da hinten haben wir auch noch Steine. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die was zu bedeuten haben. Ich habe sie in den letzten Tagen nicht benötigt. Aber hier halt. Hier muss ein Schalter sein. Ja, nimm du die Wurfmesser. Weil der ist so schnell. Und fetzt hin und her. Ja, einer muss auch mal die Ads wegmachen, sonst nehmen die überhand. Der hier könnte mal geheilt werden. So. Ach so. Katzen gibt's hier auch. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Kameraden nach den Katzen gesucht haben. Eben, hier war gerade eine. Genau. Hier war jetzt eine. Ich glaube, ich habe hier beim ersten Mal sogar zwei gefunden. Also ich weiß nicht, ob die anderen Gruppenmitglieder sich die Mühe gemacht haben, nach den Katzen zu suchen. Wir werden es dann in der Endwertung so sehen, aber ich hatte den Eindruck, die sind einfach nur durchgerannt. Und haben sich nicht viel um die Story gekümmert. Ach so, heute ist hier kein Schalter. Okay, der ist wohl nicht immer an derselben Stelle. Sie haben es geschafft, die Devidianer wurden besiegt und der Transmuter ist wieder unter unserer Kontrolle. Seien Sie sicher, wir werden auf der Hut sein gegen weitere Angriffe der Devidianer. Diese Welt ist nun sicher. Danke Ihnen, gut gemacht, Freunde. Schauen wir mal, wie wir uns geschlagen haben.
Ja, 7 von 13 Katzen, das ist gar nichts. Wir hatten gestern 12 von 13 Katzen, aber das war ein anderes Team, das nicht so durchgerannt ist. Aber wir haben alle Kerzen angezündet und so gibt's 74 Marken. Gut. Wo war denn dann der verdammte Schalter? Oder haben die den so schnell umgekloppt, dass es dass der Schalter gar nicht erschienen ist? Jo. Jo. Ich werde jetzt hier nochmal durch die Gänge gehen. Ich wollte euch doch den Raum mit den Hexen nochmal zeigen. Wo muss ich da gleich wieder hin? War das? Also wir sind jetzt hier. Hier müsste das. Ich guck mal. Bin mir jetzt nicht sicher, welcher der Raum mit den Hexen war. Aber die Hexen, die wir vorhin gesehen haben, die müssten eigentlich immer noch da sein. Und ich habe nur noch 42 Sekunden. Also versuche ich. Ich versuche es zu erreichen, dass ich sie wenigstens gesehen habe. Da sind die Artefakten. Also das Buch, die Kerze und der Mörser mit Stössel. Und da in dem Raum sind die Hexen. Ja, die sind immer noch da. Eigentlich sollten sie zu dritt sein. Gut. Und das haben wir jetzt leider nicht mitgekriegt, weil die anderen eben so durchgerannt sind wie die Verrückten. Die Leute nehmen sich einfach keine Zeit für die Story. Das ist immerhin ein Halloween-Event. Ja. Aber gut, ich kann sie nicht verübeln. Wir wollen halt einfach nur die Belohnung haben. Hier könnt ihr übrigens sehen. Das ist das Gagarin-Kriegsschiff, das ich euch zu Beginn gezeigt habe. Das konnte man mit der Operation Wolf im letzten Event gewinnen. Und wir schauen uns das Gagarin-Kriegsschiff abschließend jetzt nochmal ganz kurz an. Ich werde es zumindest am Bildschirm lassen, dass ihr es mit der Pause-Taste die Werte studieren könnt. Beziehungsweise, dass ihr es euch genauer anschauen kann. Diese Waffen hier. Die schweren Agonie-Phaser-Dualkanonen und die Agonie-Phaser-Geschütztürme, die hat man mit dem Schiff bekommen in einer Belohnungskiste. Wenn man die aufgemacht hat, da hat man dann 8 Waffen bekommen. Ich habe hier vorne nur 2 Agonie-Laser und hier ist dann das Set Munition der Terranischen Sondereinheit. Ich fand, das passt recht gut dazu. Und hier ein Photonentorpedowerfer. Außerdem habe ich Set Imperialer Riss, das war eine Questbelohnung, das konnte man sich erspielen. Und ja, gut. Die Raumschiffeigenschaften sind plus 5 Genauigkeitswert, plus 15 kritischer Trefferschaden, plus 2,5 kritische Trefferchance, plus 10% kinetischer Schaden, plus 10% Energieschaden. Und dann Protomaterie-Vorläuferschilde. Das habe ich noch nicht freigeschaltet. Bei Captain-Fertigkeiten Schilder am Bug erhalten. Immunität gegen Schaden und eingehende Schildheilung werden um 200% für 5% verstärkt. Ja, aber offenbar nur bei den Schilden am Bug. Naja, immerhin, ne? Gut. Ja. Die Werte nutzen uns jetzt, glaube ich, nichts. Belassen wir es dabei. Jo. Schade, dass das so hektisch war jetzt. Konnte euch jetzt das nicht in Ruhe zeigen. Finde ich ein bisschen bedauerlich. Aber selbst wenn ich es jetzt nochmal durchspiele, das ist normal. Also für diese Einsatzkommandos findet man meistens solche Gruppen, die einfach nur durchrennen. Also selbst wenn ich das jetzt wiederholt filmen würde, wäre das Ergebnis wohl sehr ähnlich. Deswegen belasse ich es dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.